Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir haben Bogano jetzt auch abgeschlossen. Das Hologron ist verschwunden. Triller hat uns das weggeschnappt. Und wir verfolgen sie jetzt zur Inquisitorenfestung. Mensch, hab ich da Bock drauf, ey. Hab ich Bock, ey. Ich hoffe ihr auch. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Also, machen wir uns gleich mal auf den Weg nach Nur. Nur auf den Weg machen. Standort, da haben wir's. Okay, 0% erkundet. Man kann also nur auch noch erkunden. Dann gucken wir mal. Oh, Grease, was haben Sie gekocht? Es riecht furchtbar. Gar nicht. Ich sage doch, auf der Mantis ist irgendetwas im Gange. Vielleicht hat der Kleine was eingeschleppt. Oder ist es doch Ihr Essen? Ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare, überall Haare. Kurz und drahtig. So wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Kürzer. Das ist bestimmt ein Hinweis. Wir haben einen blinden Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Na klar. Das ist das Thema, was euch jetzt einfällt, wo wir zur okay, Junge, Festung dich. Fliegen? Wir sind da. Wir fahren zur heftigen Festung, wo viel Imperium ist und ihr redet über Essen und über blinde Passagiere. Da gibt's noch wichtigere Themen. Der Bockling, der scheißt das Schiff zu. Inquisitorenfestung. Naja, noch sehe ich die nicht. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Verarsch ihn halt. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocron. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Sogar die Kapseln sind getarnt, ey. Das ist nochmal ein Stealth-Modus. Jawoll. Wasserlandung? Die Inquisitorenbasis sieht so ein bisschen aus wie die Basis, wie die Festung, das Schloss von Darth Vader. Aber das ist ja auf Mustafa. Obwohl der brennende Stein da im Weltraum könnte auch Mustafa sein. Da ist dieser Mond, der noch hier ist. Mustafa war doch auch nur ein Mond, ne? Und hier ist ja so ein roter Mond auch noch im System. Okay. Jetzt sind wir hier. Karte kann ich natürlich nicht... Kann ich hier auftauchen eigentlich? Mal gucken. Nee, lässt mich nicht hoch. Also ist wahrscheinlich das gleiche Design, so ähnlich wie Darth Vaders Festung. Würde ja auch Sinn machen, wenn er
da seine Inquisitoren hat, dass er sie ähnlich auch wohnen lässt. Muss ich lang. Da unten ist was, da ist eine Tür. Unter Wasser haben die eine Tür? Nein, nein, das ist keine Tür, das ist die Kapsel, wo ich rausgekommen bin. die hat auch eine Tür, also ganz falsch lag ich nicht. Da lang muss ich. Weil ich nach oben geschwommen bin, habe ich die Orientierung verloren. Ich war hier noch nie. Okay, was haben wir denn da? Doch, das ist auch eine Unterwasseranlage. Ist das... Fische. Ja, eine ganz schön große Unterwasseranlage hier. Verteidigungsgürtel. Aha. Schwimme ich geradeaus? Wohin? Ist halt das Schlimme, dass ich hier unter Wasser keine Karten aufmachen kann. Ich schwimme einfach mal den Rohren nach. Ich komme gar nicht weiter voran. Ich komme nicht weiter voran. Dann kann ich hier vielleicht rein. Hier ist auch beleuchtet. Da war eine unsichtbare Wand halt. Ja, hier geht's auf. Jawohl. So, BD, wir sind da. Oh. Hör mal, wie das Wasser tropft. Hey, Sturmtruppler, wie hältst du das auf? Geil. Lieber Metal Gear. Hey, hörst du mich? Yay! Feind nervt dich! Hiermit bestätigt! Vorhin! Jetzt! Alles im Griff! Nicht wieder gar alles im Griff! Yay! Zurück! Nimm das! Herr, bist du da? Ja. Jo. Schön, euch zu hören, Sir. Ich habe das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Danke. Unterwegs. Alter, ist aber weit. Okay, 20% erkundet. Aber hier gibt es keine Kisten oder so. Also oben ist einfach nur so 0 von 0. Fertig. Ich muss also nur den Weg folgen. So, die Tür, die Außentür, das ist die. Die ist wieder geschlossen. Ich komme also hier nicht wieder raus. Also gehen wir weiter. Du machst das schon, BD. Mensch, BD, ich bin so froh, dass du dabei bist. Oh! Hallo. Das werden sie bereuen. Habe ihn im Blick. Ich habe ihn. Kontrolliertes Vorgehen. Ich glaube, ich bin fertig. Komm, den hack ich mal. Da kommen ja noch... Ey! Gleich haben wir ihn. Er ist getroffen. Dranbleiben! Granate! Hierher, BD! So. Scanner ist ausgefallen. Analytischer Hieb. Analytischer Hieb war das. Wer kennt den nicht? Und so, dann komm mal her. Einmal den. Weg mit dir. Den nehmen wir auch noch. Und dich schmeiß ich auf... Nee. Den schmeiß ich auf seinen Kollegen. Was macht der analytische Hieb hinten? Warte mal, den kann ich ja nicht einfach rumstehen lassen. Wenn er nicht mitkämpft, dann darf er auch nicht weiter existieren. Oh, da kommen sie schon, die Nächsten. Vorrücken! Nicht nachlassen! Nein, da kommt einer mit Dings. Ein ganz schlimmer. Ja, erwischt! Schaltet ihn auf, lasst ihn nicht entkommen! Du kannst uns nicht alle bewegen. Oh, jetzt wird's voll. Weg hier. Verwundet. Ziel ist extrem mobil. Oh, nicht den Foto-Modus anmachen. Jetzt Ziel ist extrem mobil. Los, Attacke. So, erstmal Massenverlangsamung hier. Er ist zu schnell. Du besiegst mich nicht. Okay, jetzt mal wieder der Hans. Du bist schnell. Ein schwacher Schlag. Ich werde keinen Fehler machen.
Nein, schlag noch und du bist weg. Du kannst nicht gewinnen, Verräter. Ich erreiche ihn einfach nicht. Passt auf ihn auf. Noch mehr, ey. Was ist denn hier los? Okay. Ist eine imperiale Festung, ne? Uiuiui. Und hier steht auch noch einer. Immer drauf. Wollen wir das hier gewinnen? Hey, Kumpel, Stim. Wir werden dich ausschalten. Könnt ihr ihn treffen? Ja. Das ist unmöglich. Jawohl. Hier brauchst du echt alle deine Fähigkeiten, um hier durchzukommen, ey. Und viel Heilung. Oh, da sind MG-Truppler. Dann mache ich erstmal die Nahkämpfer hier weg. Er blockt meine Angriffe. Wie ist das möglich? Naja, mal blocken halt, ne? Guck mal, die schießen nämlich schon. Ich bleibe hier hinter den Kisten stehen. Okay, komm. Und jetzt machen wir die. Einer weg. Es gibt noch viele andere Rekruten. Tür geht zu. Du gehörst mir, Verräter. Verräter, sollst du... Hier hat das Imperium die Inquisitoren erschaffen. Ja. Sie wurde hier gefoltert und Triller zur dunklen Seite gebracht. Reißen wir es ein, BD1. Einreißen? Na, das wäre mal was. Alles unter Wasser, so dicke, fette Kanonen, ey. Oder? Nee, bin ich noch unter Wasser? Okay, was geht denn hier? Da ist ein Kabel. Gefunden. Oh, oh. Passt auf, wo ihr hinschießt. Unbedeutend. Hab ich das Kabel gezogen? Erledigt den Eindringling. Ich will den. Nicht den. Und es noch nie jemand entkommen. Troppler, ja genau, den wollte ich ausschalten. Sie wehren sich immer noch. Unklug. Bam. Okay. Unproduktiver Humanoid. Ja. Verwundung zugefügt. Das habe ich gesehen. Hilf mir, BD. Scanner ist ausgefallen. Dir, der Bereich ist sicher, aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Kerl, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ja. Ich glaube, ich bin in einem. Ich muss das Kabel reinstöpseln. Der Kontrollraum. So, ausgewählte Flügel der Festung bieten maximale Sicherheit und Stabilität unter extrem Tiefseebedingungen. Ein komplexes System von Trennwänden ermöglichen die Flutung ganzer Flügel oder spezifischer Sektoren, um auf Fluchtversuche hochrangiger Gefangener reagieren zu können. Die strukturell verstärkten Schilde widerstehen sowohl externen Angriffen als auch Druckverhältnisse in beliebiger Tiefe. So, und das alles einfach hier auf Jedi-Meister. Einfach mal durchgemetzelt. Da ist das Kabel. Hä? Ich komm da nicht hin. Ich kann nicht weiter wissen. Ja, das muss da so sogar hin. Ah, guck mal, hier ist nur noch... Ich muss das ganze Ding da oben ziehen. Reicht das jetzt? Immer noch nicht. Hey, das fährt wieder weg. Fährt das wieder weg. Schnell. Muss das auf die Seite oder auf die Seite rein? Jetzt bleib doch mal hier. Es geht natürlich bergab hier, ne? Ist das natürlich... Ich muss das oben noch verlangsamen, das Ding. Hin. Das Ding hier braucht Strom. Na! Das Kabel! Auf die Steckdose. Wer baut sowas? Oh. Sieh mal, BD. Kaboom, Junge.
bewirkt. Ja. Sehen wir es uns an. Die Schilde der äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Nice. Flute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein tollkühner Plan. Mhm. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Danke. Okay. Gehen wir, BD. Das ist aber hier alles mächtig gerade explodiert, ey. Alles am Brennen. Okay. Bring das Holocron zurück. Mhm. 26%. Ganz schön dieser groß. Dieser Teil sieht schwach aus. Oha. Nicht klettern an einem brennenden Rohr. Aber ich muss darüber. Über das Rohr. Ich muss wahrscheinlich springen, bevor das brennt. Also, ich komme da nämlich nicht rüber sonst. Kommen wir an diesem blöden Feuer vorbei? Kann man das auspusten? Runde schwimmen, BD. What? Ich hab Machtschub gemacht. Ah, okay, jetzt ist geflutet. Ich hab Machtschub gemacht, weil ich dachte, vielleicht kann ich damit mit dem Druck des Windes das Feuer auspusten. Geht natürlich einfach die Fensterscheibe kaputt. Okay. Ist echt fett gemacht. So, als Finale so. Okay, hier sind alle abgesoffen. Pech für euch, sag ich mal. Scannen. Okay. Überschwemmter Sektor. Die Analyse dieser Rohre lässt vermuten, dass sie durch den aufgebauten Druck einer geöffneten Luftschleuse geborsten sind. Dies war nur möglich, wenn das Schildsystem beschädigt und deshalb nicht in der Lage war, die Festung vor dem hydrostatischen Druck zu schützen. Laut der Daten könnten die Festungen geflutet werden, wenn die Luftschleusen geöffnet werden, während das Schildsystem deaktiviert ist. Ja, oder macht man einfach die Fensterscheibe kaputt. Das geht schneller. Ich hoffe nicht, dass ich hier noch mehr verpasse beim Scannen. Okay, jetzt sind hier aber viele Abzweigungen. Okay, die Türen sind alle zu. Okay. Es gibt nur eine Abzweigung, weil die Türen alle zu sind. Auftauchen. Jawohl. So, hier habe ich angefangen zu tauchen, ne? Dann ging es ja nicht mehr weiter. Gott sei Dank. Und natürlich auch die ganzen 100% hier fertig kriegen. Da vorne fährt einer. Astrodrüde, oder? War das nur? Ja. Auch der arbeitet für den Feind. Das hier, das sieht aus wie ein Generator hier. Das Ding. So. Checkpoints haben die hier also auch noch. Nähere mich. Komm schon, versuch das mal bei mir. Versuch das mal bei mir. Uns fehlt es an Nahkampfspezialisten. Ja, nicht nur das. Fernkampfspezialisten fehlen euch auch, ey. Ich werde eine Lücke finden. Ja, das glaube ich auch. So, haben wir hier noch was zum Scannen? BD ist noch nicht vom Rücken runtergegangen, also wohl eher nicht. Wo der hinmarschiert? Ah ja, da kann ich hacken. Lass mich doch erstmal oben gucken. Komm schon, Kumpel. Es ist wie das Dojo im Jedi-Tempel. Ah. Aber falsch. Verdorben. Falsch und verdorben. Naja,
die trainieren ja auch. Also, aber wenn hier Alarm ist, weil hier schon die Hälfte der Basis abgesoffen ist, warum trainieren die denn noch? Weil die Besten werden wollen. Okay. Das ist einfach nur der Knopf, um das Dojo halt anzupassen, wie man will, ne? Wenn ich nochmal drücke, was passiert dann? Dann geht's wieder zu. Okay. Ne, wir lassen das mal auf. Wenn man das schon mal machen kann, hat das bestimmt einen Grund. Vielleicht, um besser darüber zu kommen. Ich kann da an der Wand laufen und die da vielleicht runterschubsen in den Abgrund. Naja, wird schon gehen. Zeig BD. Mal, was du kannst, BD. Hack mal. Okay, dankeschön. So wird's hier gemacht. Hier ist ja auch ein Dings zu an der Wand laufen. Um da hochzukommen. Wahnsinn. Was wollte BD gerade machen? Hey! Sie haben mich gefunden. Er ist schnell. Mhm. Rücke auf den Feind vor. Okay, der eine ist auf jeden Fall abgestürzt. Die machen halt ihren geilen Move, aber über einen Abgrund. Ah, der ist rübergekommen. Du kannst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Ich vollziehe den Willen des Imperators. Du hast den Imperator nicht einmal getroffen, ey. Du weißt gar nicht, wie der aussieht. Außer von Bildern. Hier ist was zum Scannen. Das Zeichen, okay. Imperialis Dojo. So, der Trainingsraum der Inquisition, in dem Inquisitoren und Auslöschungstruppler von ihren tödlichen Fähigkeiten feilen. Mittels einer gnadenlosen Indoktrination von Kampf und Stärke bereiten sich die dunklen Agenten des Imperiums auf ihre eigengeschworene Mission vor, die auf Furcht basierende und missbräuliche Natur dieses Trainings ist das genaue Gegenteil der Ausbildung im Jedi-Tempel auf Coruscant. Sind ja auch die Bösen. Oh, wow. Was wollt ihr denn hier alle? Ich bleibe an dir dran. Wir werden direkt hinter dir sein. Der Jedi ist geschwächt. Schalte ihn auf. Der Flammenwerfer dazwischen noch. Ich wollte euch gerade verhindern, dass er sich erholt. Lass mich doch mal. Das machen, was ich vorhab, ey. Kritischer Stoß. Rückt endlich vor. Und jetzt, was seid ihr die Nächsten? Ja. Ich bleibe an dir dran. Ich brauche eine Sekunde. Ich will den Flammenwerfer-Typen. Inkompetent. Der Flammenwerfer-Typ, ja. Komm, Ben. Sich immer noch. Brenn deinen Kollegen weg. Okay, der ist weg. Leider keine Macht mehr. Das werden sie bereuen. Was ein Finisher. Fähigkeitspunkt erhalten? Was soll ich mit denen denn machen? Ich kann ja sonst wohin schieben. Ich kann nichts mehr lernen. Oh, oh. Nicht nachlassen. Holen wir ihn uns. Alter, was ist das? Bataillon ich hab's 95 am Start, ey. Getroffen. Alle. Hilfst du mir mal, BD? Bombe. Hey, wieso braucht man immer so lange, um seine Fähigkeiten zu benutzen auch? Okay. Ich bin fertig mit dem. Feuer frei! Feuer frei! Das sah geil aus. Wie sie hier schießen und alle drei umfallen, ey. Okay. Jetzt hat sich das hier aber schon wieder geändert. Ey! Hierher, Kumpel! Was? Ein Dojo-Kampf. Ziel ist im Arsch. Wieder beim Heilen hat er mich wieder getroffen, ey. Beim Heilen. Okay, Leute. D
Den Dojo-Kampf machen wir in der nächsten Folge nochmal. Und jetzt bin ich auch darauf vorbereitet. Ich dachte, man macht halt die ein, zwei weg und dann kann man weitergehen. Nee, das kommt Welle von Welle um Welle, ey. Das wusste ich nicht. Sonst hätte ich mich da anders verhalten am Ende auch und wäre dann nicht einfach so einfach zur Tür gelaufen und hätte gewartet, bis die kommen. Okay, es dauert also ein bisschen, bis man da weiterkommt. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die erste Folge hier heute in der Festung der Inquisitoren. In der nächsten Folge geht's weiter und dann machen wir den Dojo-Kampf nochmal. Also, lasst einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge. Ciao.